Wir sind im Berner Oberland, Anfang der 90er Jahre. Wie eh und je sind Züge der Wengernalbbahn auf dem Weg von Lauterbrunnen zur Station Kleine Scheidegg. Dort in 2061 Meter Höhe über dem Meeresspiegel hat die Jungfraubahn ihre Talstation. Einfahrt in den Bahnhof Kleine Scheidegg. Es ist die höchste Station der Wengernalbbahn, die bis nach Grindelwald weiterfährt. Die Züge der Jungfraubahn stehen bereit. Noch im Einsatz sind die Zahnradtriebwagen der Bauart BDHE24. Ausfahrt in Kleine Scheidegg. Fabrikneu sind Anfang der 90er Jahre die modernen Züge der Bauart BDHE48. Seit 1912 fahren Züge der Jungfraubahn durch Eiger und Mönch bis zur Tunnelstation Jungfraujoch in 3454 Meter Höhe über Normalnull. Die Strecke ist nur 9,3 Kilometer lang. Auf diesem kurzen Stück müssen die Züge fast 1400 Höhenmeter erklimmen. Rund 7 Kilometer liegen im Tunnel. Die Fahrzeit beträgt heute nur noch 35 Minuten. Früher dauerte die Fahrt 17 Minuten länger. Zum einen sind es die neuen, schnelleren Triebwagen, zum anderen die Aufgabe des Aussichtshaltes Eigerwand, die zur Fahrzeitverkürzung führten. Das Jungfraujoch ist erreicht, der höchste Bahnhof Europas. Die Reise wird mit einer der schönsten Aussichten belohnt. Noch bis Ende der 80er Jahre waren lokbespannte Züge unterwegs, geschoben von einer kleinen Zahnrad-E-Lok der Bauart HE22. Ein Zug ist erhalten geblieben. Geschoben von der Lok 11 aus dem Baujahr 1912 ist er auf dem Weg nach oben. Alte Elektrotechnik findet sich im Führerstand. Für Freunde der Schweizer Bergwelt ist es einfach ein Muss, einmal mit der Jungfraubahn zu fahren.